Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Beta, World of Warcraft, Warlords of Draenor. Und wie ihr seht, das ganze Questding hier ist immer noch total verbuggt. Und das macht so natürlich keinen Spaß. Deswegen habe ich mir gedacht, nachdem auch die Tipps, die ich jetzt im Beta-Forum gelesen habe, nicht funktionieren, man soll sie hier wohl irgendwie die Kamera so hin und her drehen, dass man halt irgendwie dann, ja, das... Item. Na klar, jetzt funktioniert's natürlich. Leute, das ist der Vorführeffekt. Herrlich. Ja. Seht ihr? Jetzt funktioniert's. Jetzt kann ich anklicken. Ja, leck mich doch. Ja. Übrigens habe ich jetzt auf den englischsprachigen Client gewechselt, denn durch die noch nicht komplett durchgegangene Übersetzung der ganzen Zonen gab es halt diese grüne Minimap, die ist jetzt nicht mehr da, weil ich es halt hier auf Englisch gestellt habe. Ich werde, sobald die Übersetzung wieder relativ qualitativ weit fortgeschritten ist, wieder auf Deutsch umsetzen, denke ich. Solange spielen wir halt auf Englisch, aber das ist ja auch kein Problem. Ich habe ja so einen kleinen pädagogischen Auftrag, dann lernt ihr hier noch ein bisschen Englisch. So, die Quest können wir jetzt abgeben, endlich, nachdem das letzte Woche ja wirklich ziemlich ätzend war. So, und wir kriegen auch direkt ein schönes Item. Wir sind aktuell mit einem 500er Item-Level Bogen ausgerüstet. Der ist ganz schick, aber warum sollen wir dann nicht einen 505er nehmen, den wir hier als Questbelohnung bekommen? Da sage ich doch nicht nein. Complete Quest, gibt ein bisschen EP und eine schicke Knarre. So, die rüste ich auch direkt mal aus. Übrigens hier, das ist immer noch nicht funktionsfähig. Das ist so richtig toll. Da bekommt man von Blizzard einen Mount geschenkt und kann es nicht benutzen. Aber gut, es ist die Beta. Also, da drücke ich mal ein Auge zu. Und gucken wir mal, was die nächste Quest ist. The Cost of War. They called this operation a suicide mission, but I don't plan on throwing away any lives meaninglessly. Everybody with me. Und wir sollen jetzt dem Erzmagier Khadgar folgen. Das machen wir doch auch jetzt mal. Übrigens ist mir was Schönes aufgefallen, nämlich ist das von Haus aus die Karte mit dem Questlog verbunden. Und das Schöne ist, wenn man mit der Maus rausfährt, wird die semi-transparent. Und das war ja bisher nur durch Addons möglich. Das ist jetzt von Haus aus integriert, also hat hier Blizzard wieder mal ziemlich coole Arbeit geleistet. Discovered Heartblood. Ihr seht, hier ist die Karte, sozusagen das dunkle Portal aus der Scherbenwelt, bevor es halt zerstört, also nicht zerstört, aber bevor die Scherbenwelt zur Scherbenwelt wurde. So, complete quest, yep. Keep your guard. Use the Luciferim Bell to destroy 8 bleeding hollow herds. Genau. Wir sollen hier Hütten anzünden. Hier steht eine halbnackte Elfe rum. Andere sammeln Briefmarken. Und hier gibt es noch zwei Quests, die wir einsammeln können. Von Ashkar und Korak. Slay 6 bleeding hollow Orc Slains. Free Slaves from the two bleeding hollow cages in Heartblood. Gut. Also ihr merkt, es dreht sich jetzt alles so ein bisschen hier um die Hollow Orcs. Und ja, hier sind sie auch schon. Die sollen wir befreien. Kommt her mit euch. Käfig Nummer Uno geöffnet. Hier oben ist auch so ein lustiger Ork. Ah, und wir sind jetzt hier in der Nähe von so einer Hütte, die wir anzünden sollen. Und dann ploppt hier direkt das Quest-Item auf, was wir benötigen, um halt diese Hütte abzufackeln. Und wir brauchen nur noch draufdrücken und zack, brennt die Hütte. Burning down the house. So, dann knallen wir den Typen hier doch mal schnell über den Haufen. Am Quest-Design hat sich grundlegend jetzt nicht viel geändert. Es ist halt immer noch typische WoW, to this, to das Quest. Die Story finde ich bisher doch ziemlich interessant.
So, mal eben aufbauen. Habe ich eigentlich letztes Mal. Ja, ich habe Talente verteilt. Hier sind ein paar Hütten, die wir abfackeln können. Die springen hier so ein bisschen durch die Gegend, die Mädels. So, die fackeln wir auch noch ab. Der macht einen schönen Köpper über die Klippe. Aber jetzt müssen wir noch zwei Hütten abfackeln. Fünf von den Orks killen und ja, den südlichen Käfig auch noch öffnen. Ja, da oben geht es schon ein bisschen prügelmäßig ab. Vielleicht können wir uns da ein bisschen einmischen. Oder auch nicht. Die wollen ohne uns prügeln. Deathspine Ravager, die braucht man nicht. Ich habe ja schon mit meinem privaten Charakter ein bisschen weitergezockt. Bin jetzt kurz vor der 94 und bisher macht mir das Addon wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also ihr könnt euch jetzt in den nächsten Folgen wirklich auf ein bisschen cooles Zeug freuen. Ich finde wirklich sehr cool alles gemacht. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Das Questdesign ist echt nice. Die Garrison ist verdammt lustig. Man kann wirklich farmelmäßig seine Festung da aufbauen und seine Untertanen auf Quests schicken und sowas. Also es macht wirklich viel Spaß und Blizzard hat auch versprochen, dass diese Garrison halt auch auf Level 100 noch auf Level 100 auch noch ein bisschen was bewirken soll. Also da bin ich echt mal gespannt. Bisher ist mein Eindruck, wie gesagt, wirklich äußerst positiv. Was ich so aus Gesprächen mit anderen Spielern gehört habe, ist für viele das beste Addon bisher von WoW und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile als Vater einer kleinen Tochter und voll berufstätig etc. Weiß ich gar nicht, wo ich die ganze Zeit hernehmen soll, um diese ganzen tollen Sachen, die Blizzard irgendwie ins Spiel einbaut, wirklich zu erleben. Also da habe ich echt so ein bisschen Angst mittlerweile, dass mir vieles entgeht. Haben wir noch eine Kiste, die können wir einsammeln. Oh, es sind zwei Tränke drin. Also es ist wirklich verdammt interessant, was Blizzard hier alles einbaut. Die Garrisons, dann neue Raids, dann neue Dungeons auch. Ich muss mir die Featurelist nochmal komplett durchlesen. Ja, neue Schlachtfelder, dann brauche ich noch eine Hütte. Diese neue PvP-Zone Ashran, die sich wieder ein bisschen mehr an Tausendwinter orientieren soll. Tol'Barad war ja okay. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Tausendwinter. Und von daher ist das für mich eigentlich etwas, worauf ich mich freue. Ich bin zwar nie so wirklich der PvP-Spieler gewesen, aber hin und wieder finde ich das mal eine nette Abwechslung für zwischendurch. Und ja, Ashran klingt da definitiv ganz gut. Interessant finde ich auch, das habe ich erst kürzlich gelesen, dass im Endgame die Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte entfallen und dass halt wieder mehr Wert auf Gold als Spielwährung gelegt wird. Da bin ich auch mal auf die Umsetzung gespannt. Jetzt habe ich hier eine neue Hose bekommen. 506 Item-Level. Noch eine Quest zum Abgeben. Ja, ich habe erst ein paar Quests gemacht und habe schon 11% geschafft. Das ist schon ganz nett. Wird für den einen oder anderen jetzt viel vorkommen. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen ausgekugelt. Aber ich finde es bisher eigentlich ganz angenehm, die benötigte Erfahrung, um halt zum Level abzukommen. So, jetzt sollen wir hier Ariok sprechen. Ariok, ist er hier. Ah ja, was ich auch noch ansprechen wollte, ist der Item-Squish oder der Werte-Squish. Denn wie ihr seht, habe ich trotz Level 90 nur 48.000 Lebenspunkte. Also knapp 10% von dem, was in Mists of Pandaria auf Level 90 so Standard war. Also hier hat man wirklich darauf geachtet, dass man die Werte ein bisschen reduziert. Ich vergleiche es mal hier. Hier habe ich jetzt nur 50 Beweglichkeit drauf, 75 Ausdauer.
32 Mastery, 34 Critical Strike. Also es war alles ein bisschen mehr, es ist alles ein bisschen reduzierter geworden. Man hat sich wirklich hingesetzt und hat komplett die Werte neu zusammengewürfelt. You will die Und against an entire das ist clan. auch. Sounds like my Sollen wir kind jetzt of fight. eskortieren? The Bleeding Ja, dann Hollow komm. Orcs use savage Escort blood Quests hasse ich magic übrigens to wie die Pest. transform their Aber es scheint warriors zu gehen. into with any luck we will escape Also ich finde before diesen they can Item-Squish, complete oder their diesen Werte-Squish eigentlich transformation ganz gut. ritual. Da bin ich froh, dass Blizzard das jetzt endlich umgesetzt hat. Ich dachte eigentlich, es sollte schon mit Mists of Pandaria kommen. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch schon auf den anstehenden Geburtstag zu WoW. Das 10-Jährige. Wenn man bedenkt, 2004 ging World of Warcraft in die Here offene. we stand, Ja, cowards. nicht offene, aber in Come, die fight Beta. us. Und, da kam es 2004 schon raus. Oh Gott, das muss ich nach. Ich habe mit Ende Classic angefangen. Ist auch schon über 8 Jahre her. Oh, ich werde langsam alt. So, jetzt sollen wir hier diese Kugeln deaktivieren. Can see. Piu. Dann nehmen wir noch die Kugel hier. Ja, ich weiß. Willst du nicht? Ich aber. Ich will das. Peng, 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 peng. Ja, also es, ich muss sagen, bisher fühlt sich World of Draenor wirklich sehr frisch an, aber trotzdem irgendwie heimisch. Und das ist für mich eine sehr schöne Mischung. Wie gesagt, also. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ach Moment. Ich habe ja einen Anhängsel. Gut, dann muss ich doch kämpfen. Ja, es fühlt sich halt alles sehr frisch an, aber trotzdem halt. Man weiß, wo man ist und es sieht trotzdem alles wieder so fantastisch aus. Also, die Levelzonen gefallen mir bisher wirklich verdammt gut. Später in Gorgrond hat man so wirklich so wild bewachsene Stücke, die wirklich verdammt großartig aussehen. Oder halt auch hier den Tannan-Dschungel finde ich sehr schön geworden. Schattenmond sieht großartig aus. Sieht wirklich so ein bisschen aus so wie das Startgebiet der Draenei und war einfach so toll. Als die neuen Charaktermodelle sehen großartig aus. Also bisher bin ich wirklich total begeistert und auch so der Questverlauf macht Spaß. Es ist schön, dass man halt zwischendrin auch mal sieht man auch auf der Karte hier jetzt nicht. Muss ich gleich mal gucken, wenn wir. Ah, hier ist jetzt auch Draenor als eigener Planet. Shadow Moon, achso, wir sind ja nach Rustfa. Hier sieht man es. Bonus Objective Grimfrost Hill. Hier muss man dann halt so ein paar Grind-Quests machen. Aber die sind rein optional, die tragen nicht viel zur Story bei und geben paar nette Boni. Und was mir auch aufgefallen ist, das hatte ich damals mal gelesen, als Walls of Draenor halt frisch angekündigt wurde. Das habe ich jetzt erst bei meinem Zweitcharakter oder bei meinem Erstcharakter sozusagen gesehen, nämlich dass man beim Leveln Perks freigeschaltet bekommt. Und zum Beispiel hatte ich dann halt hier einen verbesserten Explosivschuss und die sind random. Das heißt, man kriegt wohl alle zwei Level ein, aber in welcher Reihenfolge ist es random. Finde ich auch eine sehr coole Sache. Und sowas würde ich mir halt weiter wünschen. Also ich fand zum Beispiel das Fertigkeitensystem, das Talentsystem von Diablo 3 wirklich sehr gut und ausgewogen. Und jetzt springt hier die Brücke in die Luft, damit hier die Orks nicht nachkommen können. Die haben ja garantiert keine Magier bei, die sich über die Brücke porten können. So. Dann sollen wir wieder mit Khadgar sprechen. Khadgar, was möchtest du denn von uns? Quest abgeben. Use the Frost Flurry Focus near the Ring of Fire in Kadafar Proving Grounds to free Farseer Drektar. Ja, wir sollen den Drektar befreien, damit wir ihn später nochmal im Alterac umnatzen können. Und, ja gut, also nicht wir, sondern die Alice. Ich bin ja jetzt Horde. Um das nochmal klarzustellen, ich spiele beides, also Allianz und Horde. Aber ich dachte mir jetzt in der Beta. Mandragora. Von diesem Mob gibt es übrigens einen Elite Rare Mob,
In Gorgrond, der nennt sich Biollante, und wer sich ein bisschen mit Godzilla auskennt, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen schmunzeln können. What is happening, Exarch? We have a visitor. Perhaps a savior. We are freed. Haben wir hier Follow me, Shaman. Drektar befreit und noch einen. Wer ist der andere? Achso, Malada. Exarch Malada. Ja gut. Oh, jetzt ist hier einer auf uns aufmerksam geworden. Na komm, den drücken wir schnell noch einen rein. Aber immerhin kommen wir jetzt weiter, das ist schon mal ganz gut. Vorführeffektmäßig hatten wir hier echt Glück. Was ich auch schön finde, auf Seiten der Allianz spielt man ja anfangs im Schattenmondtal und es gibt spezielle Städte für Allianz und Horde. Die Hauptstadt der Horde ist in Frostfire Ridge und ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Muss ich nochmal nachgucken. Und die Allianz ist dann halt im Schattenmondtal ansässig und die Hauptstadt ist Temple of Karabor. Den meisten wohl besser bekannt als Schwarzer Tempel in Burning Crusade gewesen. Und das finde ich halt auch sehr schön. Also man hat hier wirklich so ein paar geschichtsträchtige Orte mit eingebaut und das finde ich einfach großartig. So, wir können die Quest abgeben, bekommen dafür auch wieder ein schönes blaues Item. Her damit. Und das lege ich natürlich auch direkt an. Für unsere modebewusste Trolldame. So. Katgar hat wieder was für uns. Survive Kargarth's Arena. Okay, gut, dann gehen wir mal in die Arena. Ach, die kommen ja alle mit. A combat arena. This may be a trap, but at least we'll die with honor. This labor and torture. Oh ja, das Wasser ist auch schön blutrot gefärbt. Und ja, hier geht's jetzt gleich mächtig zur Sache. So viel kann ich euch verraten. Da ist auch schon der Kargarth Messerfaust. Der ist ein bisschen emo, weil er seine Hand verloren hat und jetzt mit dem Messer am Arm rumlaufen muss. Und hier geht's dann auch schon direkt mal mächtig zur Sache. Und ja, insgesamt soll man hier 100 Orks töten. Ball ich einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Zieh ein bisschen Akku. Aber man wird auch direkt wieder hochgeheilt. Also es ist jetzt nicht hier so, dass wir Angst haben müssen, bei mehr als einem Mob verrecken zu müssen. Und die anderen legen sich natürlich auch mächtig gut ins Zeug, um halt hier ein bisschen die Gegnerscharen zu minimieren. Und ja, 100 ist anfangs natürlich eine ziemlich große Zahl, aber es geht eigentlich relativ fix. Hier ballere ich jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Und zieh Akku. Und ja, was ich halt auch denke mittlerweile über WoW ist halt natürlich, es ist WoW, es bleibt WoW. Ich persönlich finde es auch gut so. Ich denke, Leute, die sich vor Jahren von WoW abgewandt haben, halt irgendwie, weil WoW so geworden ist, wie es halt jetzt ist, ich denke, die werden auch nicht unbedingt glücklicher, wenn sie zurückkommen. Aber für mich persönlich ist WoW immer noch eines der tollsten Spiele und ich habe so tolle Abenteuer erlebt in WoW und hab immer noch so viel Spaß. I am pleased, I could watch you rats fight for hours. Ja, hättest du wohl gern. Also ich habe immer noch so viel Spaß an WoW und auch dieses Addon zeigt mir, dass ich auch noch die nächsten Monate Spaß haben werde. Ich werde jetzt noch 2 Monate lang ausgiebig die Beta testen und ja, wie gesagt, ihr dürft mir dann natürlich springt ihr doch noch auf 100. Ihr dürft mir natürlich die nächsten Wochen gerne bei zugucken und
Wenn ihr auch einen Beta-Zugang habt, natürlich auch gerne mit mir spielen. Mal gucken, ich denke mal in der nächsten Folge werden wir uns auch mal in den Dungeon wagen. Was läuft denn jetzt noch? Achso, wir rennen hier einmal durch. Na gut. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns mal einen Dungeon wagen. Auf die bin ich nämlich auch schon ganz gespannt. Es gibt, ich glaube, insgesamt 8 Dungeons an der Zahl. Ich guck mal kurz. Achso, das kommt hier im Cinematic. So, Steine vor die Wand, vor die Tür. So, weil wir auch keinen Ork auf der Gegnerseite haben, der es schafft, irgendwie ein paar Steine auf Seite zu schaffen. So, Quest abgeben. So. Oh, hier gibt es auch einen blauen Helm als Questbelohnung. Ja, die Quest nehmen wir nächste Woche an. Was ich euch jetzt zeigen wollte, noch schnell. Die Wallets of Draenor Dungeons. Und ihr seht hier schon, es gibt für einen abgeschlossenen Dungeon keine Gerechtigkeitspunkte, sondern gibt 30 Gold und 50.000 EP. Mist of Pandaria gibt halt noch Valor Points. Und aber weniger EP. Also das heißt, so ein Dungeon bei Warlords of Draenor lohnt sich schon, weil man halt wirklich dadurch viel EP bekommt. Und mal so als Vergleich haben wir jetzt hier die Dungeons. Die sind alle von Level 90 bis 100 freigegeben. You may not queue for this dungeon, you may not, do not meet the requirements for this dungeon. Ja, warum ich hierfür noch nicht irgendwie zugelassen bin, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. Ich lese mal vor, was wir haben. Die Aurindun war ja damals auch ein Dungeon in Burning Crusade. Ich habe einen Screenshot davon gesehen, das sieht richtig toll aus. Bloodmaw Slacklines, Grimrail Depot, Iron Docks, Shadowmoon Burial Grounds, Skyreach, The Everbloom und Upper Blackrock Spire sind die neuen 5-Mann-Dungeons in Warlords of Draenor. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch Walled City ist schon der neue Raid, wie es ausschaut. Guardians of Morghushan ist der alte Raid. Sind, glaube ich, noch die alten Dungeons hier, wenn ich das richtig sehe. Ja, macht ja auch nichts. Die zeige ich euch dann später. Szenarien gibt's jetzt hier noch keine, wenn ich das richtig sehe. Nö. Vielleicht auch erst auf Level 100. Ja, wie gesagt, nächste Woche schauen wir mal in Dungeon rein, machen hier die Questreihe fertig. Und mal gucken, was sich dann noch so ergibt. Wie viele Quests wir noch schaffen und wie viele Bugs wir dabei erleben. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Ich hoffe, wir hören, sehen und lesen uns. Bis dann.